In diesem Video zeige ich dir ein geniales Gemisch nur aus Hausmitteln, mit dem du deine Spüle unglaublich sauber bekommst. Schau dir das Video daher unbedingt einmal bis zum Ende an, wenn deine Spüle auch ungefähr so aussieht, vielleicht sogar noch schlimmer, vielleicht auch nicht ganz so schlimm wie meine Spüle hier. Um das Ganze jetzt zu reinigen, brauche ich nur zwei Hausmittel. Ich habe hier einmal Natron, falls du kein Natron bei dir zu Hause hast, verlinke ich es dir einmal unten in der Videobeschreibung. Und dann brauchen wir noch herkömmliches Spülmittel. Hiervon geben wir jetzt einfach etwas mit zu dem Natron. Es muss gar nicht so viel Natron sein, 1 bis 2 Esslöffel sollten hier auf jeden Fall ausreichen. Dann kannst du erstmal etwas von dem Spülmittel dazugeben und die Mischung schön umrühren. So kannst du dann gucken, ob du noch etwas mehr Spülmittel nachgeben musst. Am Ende sollte daraus eben eine solche Paste entstehen. Und mit dieser können wir jetzt die Spüle dann richtig schön reinigen. Doch dafür müssen wir sie erst einmal einschmieren. Später zeige ich dir auch noch, wie das Ergebnis hierfür aussieht. Ich habe jetzt hier einen Backpinsel genommen. Du kannst auch einen normalen Pinsel nehmen oder einfach einen Lappen und dann diese Mischung in der Spüle verteilen. So, dass wirklich überall auch etwas von der Mischung ist. Und wenn du alles richtig schön verteilt hast, muss es erst einmal einwirken. Ich lasse dieses meist für ungefähr 30 Minuten so stehen. Und wenn die Zeit dann um ist, dann müssen wir das nur noch abwischen und unsere Spüle sieht wirklich wieder blitzeblank sauber aus, wie du gleich auch sehen kannst hier im Video. Erst einmal nimmst du dir jetzt einen Lappen, den machst du dann etwas feucht und wischst überall einmal schön drüber. Du kannst das Wasser währenddessen auch laufen lassen oder zwischendurch den Lappen immer mal wieder auswringen und neu befeuchten. So, dass du eben überall einmal richtig schön rüberwischst und am Ende wirklich die komplette Paste hier auch wieder verschwunden ist. Und danach kannst du dann schon sehen, dass die Spüle deutlich mehr glänzt. Ich zeige dir hier auch gleich noch einmal das Ergebnis. Aber so bekommst du die Spüle wirklich super schön und schnell wieder sauber. Falls du jetzt übrigens für noch mehr Glanz in deiner Spüle sorgen möchtest, verlinke ich dir oben rechts in der Infobox ein Video, wo ich dir zeige, weshalb du deine Spüle mit Babyöl einreiben solltest. Schau es dir auch unbedingt mal an, wenn du möchtest, dass deine Spüle noch mehr glänzt. Wie du am Endergebnis sehen kannst, ist die Spüle jetzt auch wirklich wieder komplett sauber und alles nur dank dieser zwei Hausmittel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, ob du das Ganze auch einmal probieren wirst und wie es bei dir gewirkt hat. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.